Ey, lass mal mit Rebecca Wing starten. Ihr müsst mir irgendwie was zu den Leuten wenigstens erklären, dass ich weiß, ich wer das, das ist, was die Person macht und so. Rebecca Wing macht sowas wie, die gruselt 7- bis 8-Jährige, ruft niemals 3 Uhr nachts seine Schule an und dann macht sie Kontakt, Schule ist aber ein Freund, der geht ran und dann atmet der irgendwie nur oder macht keine Sounds oder irgendwie sowas, ne? Und das geht dann 10 Minuten und denkst dir, Respekt, dass du es auf 10 Minuten geschafft hast. Was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Spooky Sunday. Ihr wisst, wir machen das Scheiße. Was? Das, ja, das hatte ich jetzt schon, das hatte ich schon jetzt gehackt. Sumatra, jetzt weiß ich, wo du dein Horror-Sunday hast. Oh Mann. Sie hat meinen Horror-Sonntag kaputt gemacht. Sie hat meinen Horror-Sonntag. Nein, Horror-Sonntag ist Schrott. Sie hat meinen Horror-Sonntag zerstört. Tut mir leid. Sumatra. Was spielst du am nächsten Spooky Sunday? Fick dich, Henki, du bist kacke in Fortnite. Oh shit, das stimmt. Könntest du mal bitte eine Grandma-Checkdecke rausbringen? Oder, Becky, ich habe nie meine Decke am Start, weil Mama hat die in die Wäsche getan. Was? Deswegen, Leute. Was hat sie für eine Zielgruppe? 7 bis 9, das catcht die. Ultimative. Oh mein Gott, ich muss zurückgehen. Grandma-Checkdecke eventuell bald für euch. Ja, Mann, schau mal, wie riesig die ist. So. Da steht sogar 3 Uhr nachts auf der Decke drauf. Ja, links. Also das ist nicht nur ein Video, das ist wirklich der Kanal. Ja, ja, links ist doch auch so ein, guck mal, links im Hintergrund ist doch so ein Bild mit 3 Uhr. 3 Uhr. Und ja. Mit ihr und sie mit dem Handy. Das ist der Spooky Sunday. Damit Hoodie, Leute. Nein, es ist der Horror Sonntag und nicht der das Spooky ist Sunday. Das ist eine gefüllte Hoodie-Decke mit 3 Uhr nachts. Hoodie. Könnt ihr euch darin einmummeln? Also wenn ihr richtig Bock habt. Sieht actually comfy aus. Not gonna lie. Comfy? 50.000 Daumen nach oben. 50.000 Likes. Damit die Decke kommt? Sau strong. Also 50.000 Likes, so viele Likes mache ich in 3 Wochen. Ich lerne hier noch richtig was für meinen YouTube-Kanal. Wie viele Likes hat die denn? 30.000 hat sie schon. 30.000. Oh, scheiße. Wie weg, Romatra. Gruselige TikToks, die du dir niemals... Okay, ab jetzt ist es nicht mehr der Horror-Sonntag. Wir machen jetzt den düsteren Dienstag draus. So, okay. danke, Rebecca Wing. Ab jetzt haben wir den düsteren Dienstag. Und solltest, denn du wirst nicht schlafen können. Also, schnappt euch eine Decke, macht mit mir zusammen den Grandma-Check und ich würde sagen, wir ziehen uns die jetzt rein. Meine Freundin und ich sind spazieren, wandern gegangen durch den Wald und keiner war da, bis sie einen Typen bemerkt haben, der sie verfolgt. War da nicht gerade jemand? So eine schwarze... Wie unfassbar gestellt. Was ist G-Time? Sagt dir, was ihr denkt. Hängt ihr auch gerne. Einfach frei raus. Das sah so aus, als wenn da einfach nur einer spazieren geht. Vor allem war der sogar... Der war sogar vor denen. Der war sogar vor denen. Die sind hinter dem gegangen. Die sind tagsüber über mit hinterhergelaufen, aber der hat sie nachts verfolgt. Oh Gott, da war einer. Ja, das ist ein Fußgängerweg. Stell dir mal vor, du gehst einfach jetzt auf die Straße, in die Einkaufspassage und machst irgendwie ein Video, dass da Leute sind. Oh, scheiße. Da war ein Typ im schwarzen Pulli und die schreit und ruft die Polizei. Oh Gott, da hinten sitzt jemand in der Bahn. Und dann filmst du ihn auch wie creepy. Digga, sie weint gleich. Wo? Der kommt auf die zu, wo? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bruder. Ist das Bigfoot? Das ist einfach so dumm. Wieso, Gita? Wieso? Wieso? Das ist, keine Ahnung, das könnte einfach jemand sein, der da normal spazieren geht, so ein armer alter Mann. Und die drehen da so voll den Horrorfilm drauf. Das könnte eine Aufnahme von 1960 sein, wo die Bigfoot-Filme in den USA oder sowas. Das ist ein Pixel, der sich bewegt, Mann. Das ist einfach nur ein Spaziergänger. Leute, wenn ihr ganz genau hinschaut, da ist jemand hinten zwischen den Bäumen, aber der hat einfach mal dieselbe Farbe wie die Bäume. Also irgendwie hat er so einen Camouflage-Anzug wahrscheinlich an, ich weiß es nicht. Ich wäre wahrscheinlich eine Person gewesen, die hätte gar nicht gecheckt, dass sie verfolgt wird. Ich hätte den gar nicht gesehen, Mann. Der sieht ja einfach eins zu eins aus wie die Baumstämme. Aber er bewegte sich, Leute. Er war tatsächlich eine Person. Alter, das ja, ist ja, wie sie aussah, ich hasse sie. Keiner war... Henki. Die rastet aus, weil da einfach ein Typ im Wald spazieren geht. Der Helmut 64 wollte nur spazieren gehen. Der hat sich extra so gekleidet wie die Bäume. Mit seinem grünen Pulli. Okay, weiter geht's.
war im Parkhaus. Wir haben es mehrfach gecheckt. Da war was. Das war so ganz schnell. Da. Ja, da ist eindeutig jemand. Aber da ist wirklich kein Auto. Ne? Die müssen wirklich tatsächlich alleine gewesen sein. Und da ist eine Person, die da lang rennt. So eine komplett schwarze Gestalt. Oh mein Gott, wenn du das erst im Nachhinein siehst. Sind da komische oh scheiße, Hund im Auto vergessen. No fucking way, dude. Was ist das? No way! Bruder, ich kann nicht mehr schlafen. React harde. Hey, lass sie. Da ist kein Auto im Parkhaus. Deswegen kann auch keiner sein. Das ist ungefähr so, die Reaktion erinnert mich so ein bisschen, wie wenn du irgendwie den 20. Full A Giovanni ziehst. Oh, krass, noch ein Giovanni. Rast ist da so. Der ist immer noch geil. No way. Oh mein Gott, mein Herz. Ist da überhaupt jemand? Ich glaube nicht, ne? Wenn ich hinter der Tür stehe und die ganze Zeit. Da hat sich einfach irgendein Vater besoffen im Bad eingeschmiert und kriegt die Tür nicht auf. Digga, stell dir vor, du bist einfach die Person auf der anderen Seite und hast die Anweisung. Ja, mach mal die Tür die ganze Zeit auf, du. Das ist zu cringe. Ich kotz gleich auf meine Tastatur. Ich schlag durch meinen Bildschirm. Die verdient damit Millionen. Ich muss einen großen Haufen kotzen. Ich muss einen Haufen Millionen. Kotzen. Ich enjoy das richtig. Die hat über 2 Millionen Abos. Ich kriege hier gerade irgendwie. Die hat mehr Abos als wir alle zusammen. Und ich verstehe es nicht. Das ist der Inbegriff von Erfolg. Mir wird unfassbar schlecht, wenn ich das sehe. Alter, ich erschrecke mich schon so, wenn jemand die Tür knallt. Aber so, ey. Nein, und da ist keiner. Das ist ja wohl sowas von schlimm. Direkt Sachen packen und raus. Sofort. Max, würdest du dann sagen, mach dir mal die Tür zu, ich zieh direkt aus. würdet ihr sagen, ja, das ist Idiotenhandwerk? Ich möchte mal was sagen, die hat 2 Millionen Abos, schreibt einer, das sind bestimmt 2 Millionen Akademiker. Ich wollte fragen, ob du meinst, ob das Idiotenhandwerk ist, was die da macht. Ich habe ein blödes Video aufgenommen und ich habe etwas im Hintergrund gesehen. Was ist da? Oh mein Gott, no fucking way, bro. Was ist so schnell weg? Wie geht das? Exorzist. Wie könnt ihr so schnell mal abhauen? Das sah so aus. Was für ein Filter? Wieso wackelt das Bild so? Das wäre irgendwie so ein Mädchen gewesen, die so ihr Kopf rausgestreckt hat mit langen Haaren, dunklen Haaren. Wenn das zum Beispiel eine Freundin oder so gewesen wäre, wie konnte sie so schnell sich zurückziehen? Das war so schnell. Scheiße, Bruder, was? Okay, diese dumme Erklärung. Sie guckt einfach um die Ecke und geht wieder zurück. Wie konnte sie das so machen? Hätte man auch gesehen, wenn die Haare sich so mitbewegt hätten oder irgendwas, aber da war ja nichts. Okay, was ist da? Auf was soll man achten? Ich sehe nichts. Warte. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, seht ihr das? Das Spiegelbild? Dieses Spiegelbild von dem Kind? Aber das Kind war... Woher kam das? Es sah erst aus wie eine Spiegelung vom Fenster oder so, aber... Da war ja ein Kind draußen. Ich verstehe es nicht. Versteht es jemand von euch, dann schreibt mal gerne in die Kommentare. Ich habe... Was? Haben die nicht einfach nur durch ein Fenster gefilmt? Das war die Spiegel? Ja, die haben durch ein Fenster gefilmt und auf der anderen Seite war auch noch ein Kind. Oh mein Gott, das ist so creepy, wenn man durch Fenster filmt. Tippgeräusche mitten in der Nacht gehört, aber ich bin die Einzige, die wach ist. Und seht ihr das Handy? But I'm the only one up. So I turned around to see if my boyfriend woke up. But he wasn't, so I started recording his phone. Das ist... Surprise to guess password. What? Das ist einfach mal das Handy von ihrem Freund, aber ihr Freund schläft noch. Sie hat das aufgenommen, halt, was da passiert und seht selbst. Erstmal versucht da irgendjemand das Passwort zu knacken. Da werden auch Zahlen eingeben. Mathe? Was? Taschenrechner. Mathe? Sternchen. Mathe. Sternchen. Mathe? Vor allem, wie sie einfach nur vorliest, was da steht auf Deutsch. Mathe? Mathe. Kann ich jetzt einfach einen Kanal eröffnen auf YouTube? Übersetzt ja? TikToks in Deutsch und hab 2 Millionen Abonnenten. Richtig. Nee, macht nicht nur das, sie macht auch andere krasse Sachen. Immer richtig High-Quality-Production. Zisch, zisch. Ich bin die Ebenenspinne. Zisch, zisch. Was ist Bildschirmaufnahme und die machen einen Scherz. Welche weirden Zahlen.
Was? Nee, no way, nein, das kann nicht aufgenommen sein, Leute. Seht ihr das mit dem Blitz? Gott. Das kann nicht sein, keiner bedient das Handy. Das steht da rum. Oh nö, nicht schon wieder so ein creepy Spielplatz. Oh no. Ey Leute, das kann keiner gewesen sein. Nein, nee. Kann nicht gewesen das sein. Das ist so unmöglich, dass das wer angeschuckt hat und das einfach kann keiner gewesen sein. Vor allen Dingen, er steht genau in der Mitte, wo alles passiert. Das war einfach der Typ. Der ist ganz schnell zu den Schaukel gesprintet und zum Karussell einmal alles angehauen und macht da ganz schnell ein Foto. Definitiv nicht. Ich weiß nicht, wie zum Teufel das geht, aber alles bewegt sich. Alles. Und es sieht nicht windig aus, sonst würden sich die Bäume hinten auch bewegen. Aber da willst du niemals nachts sein, wirklich jetzt. Ich würde so ausflippen, wenn ich da wäre, weil es so gruselig ist. Sie macht mich ist. So allein sauer. Die Vorstellung. Geister. Nee, ich brauche meine Decke. Ich brauche meine Decke. Jetzt mal schnell Werbung für die Decke machen. Security Cam. Oh, sowas finde ich immer so gruselig, ne, diese Aufnahmen. Die Tür bewegt sich. Oh mein Gott, das war... Oh mein Gott, was? Da war einfach ein Luftzug, der die Tür zugemacht hat. Oder ein Luftzug Faden. Und Schwerkraft. Oder ein Faden. Oh mein Gott, Schwerkraft und Luftzüge sind so unheimlich. Ich brauche ihre Decke, wo kann ich die ordern? No way. Und die ging wieder auf. No. Also, keine Ahnung, was da abgeht, aber wenn das auch noch die Tür in den Keller war, dann finde ich es noch... deutlich schlimmer. Wirklich, da würde es mir noch mehr Angst machen, als sowieso schon tut. Wie geht das? Leute, die anderen Becher bewegen sich nicht. Das kann also nicht schief sein. Wenn seltsames Zeug passiert in der Nacht... In oh einem no! Ist das nicht eine Uhr, no, sie wollte... Erstens das und zweitens, anstatt Scheiße sagt sie Zeug, damit sie ihren CPM nicht verliert. Oh, wenn gut. Seltsames Zeug passiert. Ist immer ein Zeichen. Seht ihr die Uhr? Und dann ist noch ein Notfall gerade da? Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es klang für mich so, als wäre es ein Notfall gewesen. Oh, oh. So viel auf jeden Fall zum Thema Krankenhaus. Entschuldigung, aber was ist das? Das flog einfach mal durch die Gegend. Oh. Okay, das ist. Wieso verwackelt ihr ein Bildschirm die ganze Zeit? Was ist, wenn sie was Spannendes sagt? Nein. Vor allem. Jones, die da findet ihr eins auf jeden Fall. Und das? Die Wasserhähne laufen. Im Haus. Warum ist das Wasser so braun? Deswegen würde ich niemals irgendwie vor oder neben oder hinter einem Wald wohnen. Also an alle, die. Ja, verkalkte Leitungen sind echt richtig scheiße. Das ist echt creepy, Alter. Da hat er ins Wasser gekackt. Oh mein zu Gott. Null. Neben einem Wald wohnen, ihr tut mir leid. Wirklich, jetzt eben kurze Schweigeminute für euch. Weil ich könnte da nicht schlafen in Ruhe. Ich hätte wirklich Angst, dass da irgendjemand rauskommt und ja, ich habe keine Ahnung. Genau sowas. Genau vor sowas habe ich Angst. Was ist das? Oh mein Gott! Bitte begegne mir niemals nachts, weil dann habe ich Angst. Selbst an Halloween hätte ich Angst. Steph? Steph? Die Quarantäne tut meiner Frau nicht gut. Was? It's 3 in the morning. What es are you ist doing? 3 Uhr. Oh mein Gott, 3 Uhr. Alter! Oh, bisschen erschrocken habe ich mich. So eine Scheiße. Also entweder ist sauer. So eine Scheiße. Wieso habe ich mich davor erschrocken? Aber ich hätte mich auch vor so eine Scheiße. Scheiße. Das sind die schlechtesten. Also, TikTok ist ja schon scheiße, was sind ja wohl doch die allerschlechtesten. Keine Ahnung. Ich hab mich vor real auch erschrocken. Das ist einfach nur schlimm. Alter. Geist auf Kamera aufgenommen. Was passiert da? Ich sag, oben macht er die Tür die ganze Zeit auf und zu. Mama. Oh, noch so ein Keller. Oh, nee. Oh nee, sowas hatten wir auch mal zu. Da ist was, da ist was. Steven Garcia, kannst du uns hören? Das war's. Sowas hatten wir auch mal zu Hause, das nichts? Ich hab doch gerade was gesehen. Da war doch. Oder war doch gerade ein Kind. No fucking. Dämon, weiche Fuck! Ich brauch meine Decke. Digga, was ist das denn? Da war jemand. What the? Ich hab ja mal erzählt, was mir für komisches Zeug mal passiert ist. Mann, lass doch die Kinder da raus. Ich find's immer doof, wenn sie dann anfangen, hier irgendwie ihre Kinder zu benutzen für ganz schlechte Grusel-TikToks. Digga, also Grusel kann schon Gigatrash sein. TikTok
über Trash und Grusel-TikToks. Und dann noch diese scheiße Bäcker. Der auf solche Grusel-TikToks spooky reacted. Spooky Sunday. Ja, das war in demselben Haus, wo auch so ein Keller da war. Sie wollte abwaschen und da... Ey Leute, das ist no joke. Da ist nichts. Keiner... Alter, hast du es gesehen? Sie hat zuerst nach links gefilmt, dann geht die auf und zu. Dann wird nach rechts gefilmt und dann geht das erst auf und zu. Das heißt, der Kameramann wusste schon vorher. Und gleich filmt er noch rechts oben auf den Schrankwand und dann geht die auf und zu. Sieht daran nichts. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich kann mir jetzt einfach nicht erklären, wie das passieren kann. Das sind auch... Sie soll ihr Maul halten, bitte. Ich kann nicht mehr. Bei jedem Clip sage ich, ich kann mir das nicht erklären. Das muss echt sein. Auch solche Schubladen, die nicht einfach aufgehen, kann ich mir zumindest vorstellen. Hilfe! Diese Pausen sind so unangenehm. Da ist jemand! Oh, ich sehe das doch direkt! Warum kommt sie da noch hin und sieht es nicht? Was war das? Oh mein Gott, ist das heute die Schlimmste? Ist das schon rassistisch? Ja. Ja, schon, oder? Ja, das ist schon rassistisch. Was war das? Was ist das für ein Scheiß? Schlimmste Folge ever? Ich glaube schon. Heute ist die... Warum ist jetzt auf einmal die schlimmste Folge ever? Digga, das geht direkt an YouTube. Okay, er hat ein komisches Klopfen gehört. Er wollte es jetzt aufnehmen, weil sonst keiner ihm wahrscheinlich glauben wird. Oh, lass doch den Mann in Ruhe. Da haucht doch jemand gegen eine Glastür. Oder Fenster? Jumpscare in 3, 2, 1. Mann, ich erschrecke mich von Jumpscares immer. Erstmal ist es nicht auch. Da ist keiner. Und er schwenkt ja auch so rum, da kann sich keiner versteckt haben. Unmöglich. Das ist offen? Vielleicht guckt er da wieder hin und dann ist da was. Mann, ich hasse Jumpscares. Oh! Okay, gut, darauf ist nicht dieser Schwachen. Nein, aber ich will auch sofort da raus. Sofort raus, Polizei rufen, weil da ist irgendjemand oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist doch nicht mehr normal. Er hat ja eh auch... Den Scheck erstmal Partridge Primes. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe so lange nicht mehr mich so oft erschrocken und dabei extrem gezittert wie dieses Mal. Wer fand es auch voll gruselig und mysteriös? Lasst es euch mal in den Kommentaren wissen, was ihr wirklich Gänsehaut fandet. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so doll lieb. Bye. Ich finde sie so unfassbar, hey, sie scheiße. Klaut meine, Hanky! Sie klaut meine Herzgeste so und den Horrorsonntag. Hanky! Ich hasse sie. Sie darf mir nicht den Horrorsonntag und mein Herz kaputt machen. Och Mann! Echt? Ja, ja. Das, Hanky, das lass sie. Klar, es kann nicht jeder Gamer sein, aber das ist schon richtiger Schmutz-Content. Hanky! Ich bin einfach sprachlos. You play with me.